Die Anreise war ziemlich anstrengend. Von Wien ging es zunächst nach Amsterdam, von dort weiter über Curaçao, Panama City nach San José, der Hauptstadt Costa Ricas. Die Reisezeit von Haustüre bis zum Hotel dauerte 24 Stunden. Das Nationaltheater wurde 1897 feierlich eröffnet. Der Platz der Kultur gereicht seinem Namen zur Ehre, denn es gibt tagtäglich einen kleinen Kunsthandwerksmarkt mit Verkauf von Keramik, Textilien, Hängematten, Aquarellen, Modeschmuck und Kleinwaren für jeden Geschmack. Das Gebäude der Hauptpost ist eines der ältesten der Stadt. Die heute 350.000 Einwohner zählende Hauptstadt ist das Herz des Landes, geografisch, wirtschaftlich, politisch und kulturell. San José liegt auf knapp 1200 Meter Höhe. Einen Besuch wert ist auch der Zentralmarkt, der seit Ende des 19. Jahrhunderts an dieser Stelle abgehalten wird. Das bunte Marktangebot reicht von Gewürzen, Früchten und Fruchtsäften bis zu Textilien und Lederwaren. Im Parque Nacional befindet sich das in der französischen Rodin-Werkstätte gefertigte Nationalmonument. Es erinnert an Costa Ricas standhaften und erfolgreichen Widerstand gegenüber der 1856 initiierten kriegerischen Invasion aus Nicaragua, angeführt von dem machtbesessenen US-Amerikaner William Walker. Eisenbahnliebhaber dürfen keinesfalls das alte Bahnhofsgebäude auslassen, von dem die Züge durch den Dschungel in Richtung Karibik fahren. Nach ihrer Inbetriebnahme im Jahre 1890 war die Eisenbahnlinie von San José nach Puerto Limón fast 80 Jahre lang die einzige Verbindung zwischen Hochland und Karibikküste. Seit dem Einsturz einiger Brücken bei dem Erdbeben von 1991 verkehrt der Zug nur noch auf einem Teilstück im karibischen Tiefland. Das heutige Nationalmuseum war einst Hauptquartier der Streitkräfte. Einschusslöcher am Mauerwerk und Türmen zeugen vom kostarikanischen Bürgerkrieg des Jahres 1948. 98% der Costa Ricaner bekennen sich zum römisch-katholischen Glauben. Die restlichen 2% verzeihen sich auf Protestanten, Juden, Freidenker etc. Zur Weihnachtszeit werden in allen Kirchen große Krippen aufgebaut. In der vulkanisch geprägten Zentralkordillere ist der Poas-Vulkan einer der spektakulärsten des Landes. Als wir hierher kamen, war das Wetter relativ schlecht. Rasch ziehende Wolkenfetzen verhinderten den Blick in den Vulkankrater. Wir beschlossen daher, zunächst auf einem Dschungelpfad zu der etwas über einen Kilometer entfernten Botos-Laguna zu wandern. Hier war auch unsere erste Begegnung mit der kostarikanischen Tierwelt. Bei der Laguna Botos handelt es sich um einen erloschenen Nebenkrater des Vulkans Poas. Die Farbe des kristallklaren Wassers wechselt je nach Sonnenstand zwischen türkisgrün und tiefblau. Am Rückweg konnten wir feststellen, dass sich die Sichtverhältnisse bereits gebessert hatten. Der aktive Vulkan ist über 2700 Meter hoch. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist es immer wieder zu Phasen heftiger Beben, Ascheregen und Lavaströmen gekommen. Der Krater hat einen Durchmesser von 1,5 Kilometer und ist 300 Meter tief. Zeichen für die vulkanische Tätigkeit des Poas ist der 250 Meter breite See, in dem sich heißes Regenwasser mit Asche vermengt. Der See ändert seine Farbe von milchig weiß bis jadegrün, wenn ein neuer Ausbruch schwefelhaltigen Gases aus dem darunterliegenden Magma erfolgt. Wir wanderten noch weiter an den Kraterhängen entlang durch den dichten Dschungel. Die Hänge selbst bestehen aus stark kalzium- und phosphorhaltigem porösen Vulkangestein, das zu fruchtbarem Boden verwitterte. Botaniker nehmen an, dass die vom Wind hergetragenen Samen dank des fruchtbaren Bodens und des üppigen Regenfalls hier Fuß fassten, als die Aktivität des Kraters erstarb. Folgt man der Carretera Interamericana, also der Traumstraße der Welt von San José nach Süden, so führt diese direkt in die hohen Berge der Cordillera de Talamanca. Die höchste Erhebung ist hier der Chirripó mit über 3800 Metern. Unser Ziel war jedoch der nur 3500 Meter hohe Cerro de la Muerte, das heißt der Berg des Todes. Auch bei Tag kann es hier oben unangenehm kühl werden. Costa Rica ist ein Pflanzen- und Tierparadies.
Das Netz an staatlichen und privaten Naturschutzgebieten beläuft sich auf über 16% des nationalen Territoriums. 1200 Pflanzenarten, annähernd 250 Säugetiere, 900 Vogel-, 400 Amphibien und Reptilien und tausende von Insektenarten existieren hier. In einem Land, das um ein Drittel kleiner als Österreich ist, erscheint ein solcher Artenreichtum so lange unglaublich, bis man vor Ort Dschungelpfade in Nationalparks und sonstigen Schutzgebieten durchschritten hat. Costa Ricas Vegetation besteht aus Regenwald, Blatt- und Mischwald, Mangrovensümpfen, Marschen, Paramo- und Nebelwäldern. Oberhalb von etwa 1500 Metern entstand die dichteste Vegetationszone, die wir auf der Erde kennen, der Nebelwald. In dieser Höhenstufe kondensiert die mit Feuchtigkeit gesättigte Warmluft aus dem Tiefland fast das ganze Jahr hindurch zu dicken Wolkenwänden. Bis zu 8000 mm Niederschlag jährlich erzeugt jenes Treibhausklima, in dem Lianen, Philodendren, Orchideen und andere Aufsitzerpflanzen am besten gedeihen. Lichthungrige Bromeliazeen siedeln sich in der oberen Waldetage in solchen Massen an, dass die überladenen Äste nicht selten unter der Last brechen. Die blühenden Gärten in 30 bis 40 Meter Höhe sind ein Tummelplatz für zahllose Tiere, doch es dauert einige Zeit, bis das ungeübte Auge in dem zunächst unentwirrbar erscheinenden Blätterlabyrinth den ersten schillernden Kolibri entdeckt, einen Tukan, ein Faultier oder gar den prachtvollen Quetzal, den legendären Göttervogel der Azteken und Mayas. Der Bergregenwald erscheint wie eine geheimnisvolle Märchenwelt. In fast 30 Metern Höhe sind die moosüberzogenen Baumstämme zu einem unentwirrbaren Geflecht miteinander verwoben, sodass nur wenig Licht bis zum Boden vordringt. Hier gibt es Eichen, die bis zu 60 Meter hoch werden. Unser Camp hatten wir in knapp 3000 Meter Höhe. Trotz Schlafsack und warmer Kleidung war es eisig kalt, da die Temperaturen in dieser Höhe in der Nacht auf ca. 0 Grad fallen. Zeitig am nächsten Morgen starteten wir daher gleich zu einem 6-Stunden-Marsch, um uns wieder aufzuwärmen. Wir schlugen uns auf alten Trails, das sind schmale Pfade der Indianer, durch den Bergnebelwald. Hier in Costa Rica kann man auch unzählige Schmetterlingsarten finden und natürlich auch die dazugehörenden Raupen und Puppen. Die Tiere haben sich an das Leben im Wald angepasst und sind durch ihre Tarnfarben kaum von der Umgebung zu unterscheiden. Ein Beispiel für die Tarnung bietet dieser Frosch. Nach dieser eindrucksvollen Wanderung kehrten wir in die Zivilisation zurück und fuhren weiter nach Zarzerra. Auf dem Platz vor der Kirche spaziert man zwischen sorgsam beschnittenen Zypressen umher. Dargestellt sind Tiere, Bögen, Kegel und Fantasiegebilde. Ein Vierteljahrhundert lang hat Evangelisto Blanco, Gärtner im Zentralpark von Zarzerra, die Zypressenbüsche mit der Heckschere zu diesen kunstvollen Figuren geformt. In liebevoller Handarbeit bemalen Künstler die hölzernen Räder und Aufbauten der Ochsenkarren mit traditionellen Ornamenten und stilisierten Blumenmustern. Da die Auftraggeber oft spezielle Wünsche zur Farb- und Motivwahl angeben, kann die Bemalung eines Ochsenkarrens bis zu einer Woche in Anspruch nehmen. Mit ihrer reichen Dekoration ist eine solche Carreta Pintada oft der ganze Stolz ihres Besitzers. Auf unserem weiteren Weg entdeckten wir plötzlich einen Geier. Wir verfolgten ihn und beobachteten, wo er sich niederließ. Nicht weit entfernt entdeckten wir auch den Grund seines Interesses. Der nach wie vor aktive Arenal-Vulkan ist eine von Costa Ricas spektakulärsten Sehenswürdigkeiten. Der Arenal
rechnet zu der Tilaran-Kordillere und ist mit seinen etwa 3700 Jahren geologisch sehr jung. Im Juli des Jahres 1968 ereignete sich jener verhängnisvolle Ausbruch des Arenal, der annähernd 80 Menschenleben forderte und weite Teile des Umlandes verwüstete. Einige Male pro Tag geht ein gewaltiges Grollen, manchmal ein markterschütterndes Donnern vom Arenal-Vulkan aus. Glühende Lavabrocken werden hervorgeschleudert und kugeln später bergabwärts. Der Arenalsee ist künstlich angelegt und der größte Stausee Costa Ricas. Dieser Stausee ist Costa Ricas erstes und wichtigstes Projekt zur Elektrizitätsgewinnung und Wasserversorgung. Am Fuße des Arenal befinden sich die Thermalbäder Tabacón. Der Fluss entspringt im Arenal und führt daher heißes Wasser. Vom Ambiente her ist es eine der schönsten Bäder, das man in Costa Rica nehmen kann. Erst in der Nacht kann man die andauernde Tätigkeit des Arenal wirklich beobachten. Es war ein einmaliges Erlebnis, auf dieser Lichtung im Dschungel direkt am Fuße des Arenal und am Ufer eines Sees zu campen. In der Nacht schliefen wir relativ wenig, da uns das andauernde Grollen des Vulkans, die Schreie der Büffelaffen und andere Dschungelgeräusche wachhielten. Unser erster Besucher am Morgen war ein großer Tukan, der uns mit Früchten und Samenkapseln bewarf. Morgentau war sogar auf den Spinnernetzen zu sehen. Von hier starteten wir wieder einmal zu einem 5-Stunden-Marsch. Diesmal ging es an der bewaldeten Seite des Arenal durch den Regenwald. Diese riesigen Gunera-Pflanzen werden auch als Regenschirm des armen Mannes bezeichnet. Der Kapuzineraffe, wegen seiner mönchskuttenartigen Fellfärbung und dem schwarzen Fleck auf dem Kopf so genannt, ist vielleicht der intelligenteste, sicher aber der neugierigste Affe in Mittelamerika. Ziemlich müde von unserer Wanderung erreichten wir wieder den Bus und fuhren weiter Richtung Norden bis nach Los Chiles, wo in der zweiten Jahreshälfte 1991 ein zweiter Grenzübergang zu Nicaragua eröffnet worden ist. In der Nähe befindet sich das Caño Negro Tierschutzgebiet. Dieses 1984 geschaffene Areal ist fast 10.000 Hektar groß und sehr schwer zugänglich. Hier ist es extrem schwül. Die höchste Erhebung im Park erreicht 80 Meter. Wir fuhren auf einem Boot den Rio Palos entlang bis zur Laguna Caño Negro. Dieses Naturschutzgebiet ist ein Eldorado für Vögel, aber auch für Schlangen, wie zum Beispiel für diese Python. Kormorane trocknen nach einem Tauchgang ihre Flügel. Kraniche warten auf Fische, um dann blitzschnell zuzuschlagen. Oft kommt man mit dem Boot an Stellen vorbei, wo abgebrochene Äste ins Wasser gestürzt sind.
In diesen Fällen sollte man sich äußerst vorsichtig nähern, denn es handelt sich hier um das ideale Versteck für Kaimane. Die Ufer des Flusses bilden eine undurchdringliche Dschungelwand. Mit seinem Kopfhelm und hohem Rückenkamm gleicht der Stirnlappenbasilisk einem urzeitlichen Drachen. Viel öfter zu treffen sind jedoch die Kaimane und Krokodile, die immerhin bis zu 3 Meter lang werden. Immer wieder trifft man auch Kraniche auf ihren sogenannten Schlafbäumen. Und natürlich werden die Ufer von jeder Menge Affen bevölkert. Es gibt hier Brüllaffen, Klammeraffen, Kapuzineraffen und so weiter. Nach diesem äußerst interessanten Tag auf dem Wasser fuhren wir weiter nach Islas del Rio. Es handelt sich hier um ein Naturschutzgebiet, durch welches unter anderem der Sarapiqui-Fluss fließt, der sich in viele Arme teilt. Dadurch entstehen viele große sogenannte Inseln, die von einem undurchdringlichen Dschungel überwuchert sind. Wir überquerten den Fluss zunächst mit einer Seilbahn, wobei wir uns selber hinüberziehen mussten. Dann ging es zu Fuß weiter durch den Dschungel. Den nächsten Fluss mussten wir bereits durchwaten, doch wir hatten Gott sei Dank alle Gummistiefel an. In diesem Dschungelgebiet wimmelt es von Tieren, vor allem von Insekten. Als wir an eine Biegung kamen, wurde unsere Aufmerksamkeit durch etwas gefangen genommen, das wie ein Schwarm kleiner grüner Schmetterlinge aussah. Beim näheren Hinsehen erkannten wir jedoch, dass es sich um hunderte von Blattschneiderameisen handelte, die in einer gut 7 cm breiten Kolonne dahinzogen. Viele trugen aufrecht in ihrem Kiefer ein rundes, grünes Blattstück, das sie sich von einer Pflanze geholt hatten. Weiter stolperten wir mühsam über Wurzeln und durch morastige Stellen. Immer wieder entdeckten wir in dieser grünen Hölle jedoch leuchtende Blumen. Hier ist auch die Heimat des Pfeilgiftforschers. Bromelien wachsen als lichthungrige Aufsitzerpflanzen bevorzugt in den Baumkronen des Regenwaldes. Das Regenwasser, das sich in ihren Blatttrichtern sammelt, dient den nur fingernagelgroßen Pfeilgiftfröschen als idealer Laichtümpel. Pfeilgiftfrösche werden noch heute von den Indianern des tropischen Amerikas auf Holzstöcke gespießt und über ein Feuer gehalten. Das in der Hitze aus der Haut austretende Gift wird abgestreift und gesammelt. In das Gift werden Pfeilspitzen eingetaucht, um Kleintiere wie Affen und Vögel auf der Jagd mit dem Giftpfeil zu lähmen. Auch hier findet man im Wald immer wieder Baumriesen mit breiten Brettwurzeln, die bis zu 60 oder 80 Meter hoch werden. Zu den Reptilien werden in Costa Rica alleine 135 Arten von Schlangen gezählt, von denen 17 giftig sind. Am gefährlichsten ist die Korallenotter. Hier unterscheidet man allerdings zwischen der echten und der unechten. Im Aussehen ist der Unterschied minimal. Er besteht nämlich nur in den unterschiedlichen weißen Streifen. Die echte Korallenschlange hat 2 weiße Streifen, die den schwarzen Teil einrahmen. Die unechte Korallenschlange hat nur einen weißen Streifen, der über den schwarzen Teil geht. Wesentlicher ist jedoch, die unechte Korallenschlange ist ungiftig. Bei der echten Korallenschlange führt der Biss fast immer zum Tod. Wir bewegten uns daher in diesem dichten Dschungel äußerst vorsichtig und schauten uns immer genau an, wo wir hinstiegen bzw. wo wir hingriffen. Es zeigte sich auch, dass diese Vorsicht sehr angebracht war, als wir plötzlich einer über 10 cm großen Tarantel begegneten. Am Rande der eher seltenen Lichtungen des Dschungels kann man mit etwas Glück den baumbewohnenden grünen Leguan beobachten. Fallweise macht dieser auch einen Ausflug auf den Waldboden. Weiter streiften wir durch den Dschungel und mussten immer wieder Nebenarme des Rio Sarapiqui überqueren.
Die leuchtend rote Farbe der Dschungelblumen soll Kolibris anlocken. Von der anstrengenden Dschungelwanderung waren wir am Abend ziemlich erschöpft. Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Motorboot den Rio Sarapiquí flussabwärts Richtung Nicaragua. Die Gegend, in die wir nun kamen, ist nur per Boot oder per Flugzeug zu erreichen. Straßen gibt es keine. Es wurde uns bewusst, dass wir immer mehr in die Wildnis eintauchten. So kamen wir zu der Stelle, wo der braune Rio Sarapiquí in den Rio San Juan mündet. Der Rio San Juan ist der Grenzfluss zwischen Costa Rica und Nicaragua, wobei der Fluss selber bereits zu Nicaragua gehört. Aus diesem Grunde mussten wir auch hier anlegen und bei der Grenzstation unsere Pässe vorweisen. Trotz des Zusammenflusses der Flüsse ist die Trennlinie zwischen dem braunen und dem blauen Wasser noch einige Kilometer weiter zu verfolgen. Überflüssig zu sagen, dass es auch hier natürlich Unmengen von Krokodilen gibt. Wir fuhren über 6 Stunden mit dem Boot und kamen in das Naturschutzgebiet Barra del Colorado. Dieses Gebiet ist weitgehend unzugänglich. In der mit 5000 mm Jahresniederschlag extrem regenreichen Region gibt es zahlreiche Lagunen und Inselchen im wasserreichen Landesinneren und Tiere wie Kapuzineraffen, Brüllaffen, Tapir, Jaguar, Puma, Kaimane, Boa Constrictor und über 300 Vogelarten. Weit entlegen von jeder Zivilisation befindet sich die Samay Lodge. Diese Lodge wird von 3 Deutschen ausgezeichnet bewirtschaftet. Über Holzstege gelangt man zu dem Haupthaus, in dem sich die Küche, der Speisesaal und eine Bar befinden, und weiter zu den Wohneinheiten. Diese Lodge ist auf einem schmalen Landstreifen zwischen einer der vielen Lagunen und der Karibikküste errichtet. Es ist ein faszinierendes Gefühl, von der Lagune her nur ca. 100 Meter über das Land zu gehen und an der Karibik zu stehen. Ein herrlicher Sonnenuntergang beendete diesen wunderschönen Tag. Am nächsten Tag fuhren wir weiter zum Tortuguero-Nationalpark, der 1975 mit dem obersten Ziel gegründet wurde, die Meeresschildkröten und ihre Schutzgebiete zu schützen. An jenem Teil der karibischen Küste kommen 3 verschiedene Arten von Meeresschildkröten zur Eiablage: die grüne Meeresschildkröte, die Karettschildkröte und die Lederschildkröte. Das schiffbare Kanal- und Lagunensystem durchzieht das Nationalparkgebiet, das zu einem der regenreichsten Areale in Costa Rica gehört. Als breite, natürliche Lichtung durchschneidet der Rio Tortuguero in seinem Unterlauf den Sumpfregenwald im karibischen Tiefland. Lianen, Philodendren und andere Schlingpflanzen drängen zum Licht. Sie bilden an den Ufern geschlossene, bis zu 40 Meter hoch aufragende Blätterwände. Der Tod lauert im Dschungel überall.
Langsam und vorsichtig fuhren wir durch diese einmalige Landschaft. Genau zweimal kamen wir zu menschlichen Behausungen, das heißt zu einer Hütte mit einem kleinen Feld und einigen Bananenpflanzungen. Parallel zur Küste verläuft der Küstenkanal, wobei ab und zu auch eine Verbindung zum Meer besteht. Auf diesem Bild ist deutlich die Hauptwasserstraße und der Küstensaum zu erkennen, wobei unter dem grünen Blätterdach unzählige kleine Wasserstraßen führen. Nach etlichen Stunden Fahrt kamen wir wieder in zivilisiertere Gegenden und legten bei dem kleinen Ort Martina an, wo uns unser Autobus wieder erwartete. Von dort ging es nun auf der Straße weiter Richtung Süden durch riesige Bananenplantagen. In diesen Plantagen des karibischen Tieflandes ist das ganze Jahr über Erntezeit. Die Früchte werden noch grün geerntet und in der Packstation im Akkordtempo gewaschen, nach Größe sortiert und verpackt. Unter dem Gewicht der rasch heranwachsenden Früchte neigt sich die violett gefärbte Bananenblüte nach unten. Ein einziger Fruchtstand bildet bis zu 300 Bananen aus und kann mehr als 200 Kilo wiegen. Hier befinden sich auch die großen Konzerne wie zum Beispiel die Firma Chiquita. Unser nächstes Ziel war Cahuita, ein kleiner Ort an der südlichen Karibikküste. Der Ort bietet ein recht trostloses Straßenbild. Die größtenteils dunkelhäutige Bevölkerung gibt sich müßiggängerisch und lässig und aus den Häusern klingt Reggae-Musik und Kalypso. Unmittelbar südlich an den Ort schließt sich der 1970 gegründete Cahuita Nationalpark an. Der Hauptpfad führt parallel zur Küste durch den Küstenregenwald und ist 7 Kilometer lang. Dabei muss ein kleiner Fluss, der Rio Pericoso, durchwatet werden. Bei Flut kann das Wasser bis zu den Oberschenkeln reichen. Mitte 1991 bot sich im Nationalpark aufgrund des großen April-Erdbebens und den Überflutungen ein verheerendes Bild. Mehr als die Hälfte der Wegstrecken war gesperrt und die Strände übersät mit Treibholz. Das Faszinierende an diesem Nationalpark ist, dass der tropische Feuchtwald bis direkt an den Sandstrand heranreicht. Wenn man auf den Naturpfaden durch den tropischen Sumpfregenwald streift, kann man zahlreiche Affenarten, Faultiere, Vögel und jede Menge Schmetterlinge bewundern. Meerespelikane und Möwen ruhen sich vom Fischfang aus. Mit Brettwurzeln suchen die Bäume Halt in dem morastigen Untergrund. Aus dem Dickicht des Dschungels können jederzeit Schlangen auftauchen und genauso plötzlich, wie sie gekommen sind, wieder verschwinden.
In den Bäumen findet man große Termitenbauten. Unsere Lodge in Kawita war ausgesprochen luxuriös. Nun ging es wieder Richtung Norden. Als Christoph Kolumbus im Jahre 1502 das Land für Europa entdeckte, war es die Küste des heutigen Limón, die ihn zu dem Ausruf der Costa Rica, der reichen Küste, animierte. Wenn man die Aussicht auf die Regenwaldschluchten des Braulio Carillo Nationalparks vor den Toren der Hauptstadt San José genießen will, muss man früh am Morgen aufbrechen. Dichte Wolkenbänke ziehen meist schon vormittags von der Karibik her über den Gebirgskamm und verhüllen die imposante Szenerie. Costa Ricas wichtigstes landwirtschaftliches Exportprodukt ist der Kaffee. Kaffee wird im Land von 80.000 Kleinbauern angebaut, häufig auf Flächen unter 2 Hektar. In Costa Rica wird ausnahmslos mit der Hand gepflückt. Tagelöhner werden pro Korb bezahlt und kommen auf einen auch nach kostarikanischen Verhältnissen kärglichen Lohn von ungefähr damals 70 bis 100 Schillinge pro Tag. Am Ende der Regenzeit färben sich die erntereifen Kaffeekirschen leuchtend rot. Auf den fruchtbaren, vulkanischen Böden Costa Ricas wachsen in Höhen zwischen 1100 und 1500 Metern einige der besten Kaffeesorten der Welt. Im Verarbeitungsbetrieb werden die Kerne der Kaffeefrüchte, die eigentlichen Kaffeebohnen, von ihrer roten Schale getrennt und getrocknet. Erst danach erhalten sie in der Rösterei das typische Kaffeearoma. Als die spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert in Costa Rica eindrangen, trafen sie auf 3 größere Indianervölker: die im Nordwesten siedelnden Corotegas, die in der atlantischen Tiefebene und im zentralen Hochland lebenden Huetares und die Bruncas im Südwesten. Die Corotegas bildeten Kleinstaaten, die von einem Priester regiert wurden und lebten in Dörfern und Städten mit bis zu 20.000 Einwohnern. Die Corotegas verfügten über tiefreichende astronomische Kenntnisse und besaßen einen genauen Kalender. Außerdem hatten sie eine eigene Schrift und stellten Bücher aus Hirschleder her. Das große Volk der Huetares lebte halbnomadisch und übte den Wanderfeldbau aus. Die Huetares stellten mit großer kunsthandwerklicher Fertigkeit Steinskulpturen her. Und die Bruncas lebten in der südwestlichen Pazifikregion. Sie waren Meister der Goldschmiedekunst. Sie beherrschten komplizierte Gusstechniken wie die der verlorenen Form im Wachsausschmelzverfahren sowie Filigran- und Granulationstechniken, die sie bevorzugt an kleinen Figuren mit Menschen- und Tiermotiven einsetzten. Die geheimnisvollste Hinterlassenschaft der Bruncas sind ihre berühmten Steinkugeln, fast perfekt rund geschliffene Bälle aus Granit, von der Größe einer Orange bis zur Riesenkugel mit 2 Metern Durchmesser und 16 Tonnen Gewicht. Warum diese Steinkugel über weite Entfernungen transportiert und sorgfältig aufgereiht wurden und welche mystische Bedeutung sie hatten, bleibt eines der großen Rätsel des präkolumbianischen Costa Rica. Der 55 Kilometer östlich von San José gelegene Vulkan Irazú ist mit 3.432 Metern der höchste Vulkan Costa Ricas. Bei entsprechender Wetterlage eröffnet sich auf der Fahrt zum Gipfel des Vulkans ein einmaliger Panoramablick. Der Gipfelbereich stellt sich als durchgehend kahle Mondlandschaft dar. Das Magma, das sich unter den meisten mittelamerikanischen Vulkanen befindet, ist dick, zähflüssig und derart mit Gasen angereichert, dass es bei einer Eruption explosionsartig in die Luft geschleudert wird. Wenn große Magmamengen austreten, kann es vorkommen, dass ein Vakuum entsteht und dass die ganze Vulkanspitze einbricht. So wird aus dem Gipfel eine Caldera. Genau das geschah am Irazú, in dessen ausgedehnter Mulde sich 3 Krater und 3 Vulkankegel gebildet haben. Steht man am ungesicherten Rand des Hauptkraters,
bietet sich ein spektakulärer Blick in den Krater, der einen Durchmesser von über 1000 Meter und eine maximale Tiefe von über 300 Metern aufweist. In seiner Tiefe leuchtet ein giftgrüner See aus den umgebenden schwarzen Lavahängen heraus. Da man sich in einer Höhe von knapp 3500 Metern befindet, bekommt man am Kraterrand auch den eisigen Wind zu spüren. Tief beeindruckt von diesem gewaltigen Naturschauspiel fuhren wir wieder Richtung San José. Cartago ist Costa Ricas bedeutendster Wallfahrtsort. Es war am 2. August 1635, als der Bauersfrau Juana Pereira über einem Stein die Jungfrau von den Engeln Virgen de Los Angeles erschien. Im 19. Jahrhundert wurde die Kathedrale im byzantinischen Stil erbaut. Am 2. August eines jeden Jahres pilgern tausende Gläubige zur Basilika, um ihrer Frömmigkeit Ausdruck zu verleihen und um eine Heilung ihrer Leiden zu bitten. Hier nochmals ein Überblick über unsere Reiseroute. Die mitten im Zentraltal liegende Hauptstadt San José. Von hier unser erster Tagesausflug zum Vulkan Poas, 2700 Meter hoch. Dann unsere Fahrt nach Süden in die Cordillera de Talamanca zum Cerro de la Muerte, wo wir zwei Tage hindurch den Bergregenwald durchstreiften und in knapp 3000 Meter Höhe im Zelt übernachteten. Unsere weitere Fahrt Richtung Norden über die Bergstädte Zarcero und Sarqui zum Vulkan Arenal. Von dort weiter Richtung Nicaragua nach Los Chiles und mit dem Boot in das Naturschutzgebiet Caño Negro. Wieder weiter mit dem Autobus in das Nationalparkgebiet La Selva nach Chilamate bzw. Islas del Rio, wo wir auf unseren Wanderungen die vielen Flüsse durchqueren mussten. Und von Puerto Viejo mit dem Boot den Rio Sarapiqui nach Norden bis zu der Grenzstation von Nicaragua. Dann den Rio San Juan entlang in das Gebiet Barra del Colorado an die Karibikküste. Hier die Übernachtung weit ab von jeder Zivilisation in einer Lodge. Und am nächsten Tag mit dem Boot weiter an der Küste entlang durch das Kanalsystem in Richtung Süden, wo wir in Martina wieder in die Zivilisation kamen und mit dem Bus über Puerto Limón weiter nach Cahuita fuhren. Von Cahuita ging es dann die gleiche Strecke zurück und über Huapiles fuhren wir weiter Richtung Nationalpark Braulio Carillo, den wir durchquerten, um nach San José zurückzukehren. Ein weiterer Tagesausflug führte uns zum Abschluss zum Vulkan Irasu und nach Cartago. Leider ging auch diese Reise, wie alle anderen, viel zu rasch zu Ende und es kam der Zeitpunkt, wo wir wieder unsere 24-stündige Reise nach Europa antreten mussten.